Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Leute, hier geht's direkt weiter beim Ruckeln. Ja, der Händler ist immer ein bisschen schwierig, ne? Muss auch gleich der erste Spieler hier beim Händler sein. Ist egal, was für einen Rechner du hast, Leute. Das ruckelt immer hier. Das liegt am Spiel, das ist halt so ein bisschen unoptimiert, noch nicht fertig programmiert und sowas, ne? Das ist ja der Vorteil, wenn man so, ja, die Software so auf diese Hardware und sowas eins zu eins so richtig macht. Deswegen laufen die Konsolen ja auch immer so gut, weil da quasi im Grunde genommen ja eigentlich mit wenig Leistung quasi immer eine gute Qualität erzielt werden kann, weil die Optimierung so genial ist, so gut gemacht worden ist, ne? Ja, und beim PC und sowas ist es halt allgemein so, dass man da ja unheimlich viele Hardware und sowas alles hat. Also da ist so eine allgemeine Anpassung, dass es halt überall funktioniert, aber dann halt nicht so perfekt. Naja, bei Scoom ist es halt so, dass man ja immer wieder diese statischen Häuser und sowas laden muss. Ne? Also wenn ich jetzt hier wegfliege und dann komme ich gleich wieder, dann muss ich das hier schon wieder laden. Ne? Also das ist ja das ist das bei Scoom. Das ist ein bisschen komisch, ne? Also die statischen Sachen hier, das ist ja Statik, das hier ist Statik. Alles, was ich nicht bewegen kann und fest verankert ist in der Welt, das ist halt Statik. Und normalerweise ist das so bei Spielen, dass es bei dir offline auf dem Rechner ist, ne? Und dann ist gut, aber hier wird es irgendwie immer, seht ihr ja selber, das dauert immer, bis das irgendwie alles geladen ist und so. Das ist alles komisch, als ob du die ganze Map jedes Mal vom Server herunterladen musst, wieder neu, ne? Ja, und so kommt es dann, dass bei dem Spiel manchmal die Spieler sogar durch den Boden fallen. Das ist, wenn ihr ein schnelles Auto oder Motorrad habt, ne? Wenn ihr ganz schnell seid, ein schnelles Flugzeug, dann baut sich die Grafik manchmal dahin, wo ihr hinfahrt, nicht so schnell auf und dann fällt sie dann da durch die Karte und sowas alles. Also der übliche Wahnsinn hier bei Scoom. Aber Waage interessiert das im Moment nicht, weil er versucht gerade seine Sachen da zu verkaufen hier beim, ja, bei dem blöden Typ da, ne? Also ihr seht es ja selber, der reagiert jetzt auf mich, das dürfte er gar nicht machen. Und er ist ein bisschen komisch gemacht, ne? Also, ne, jeder Spieler sieht das Spiel anders und das finde ich irgendwie blöde, ganz ehrlich. Das ist blöde. Ich will, dass der neben mir, mit dem ich da unterwegs bin, das genauso sieht wie ich. Ne? Deswegen, es fliegen manchmal Cargos, fliegen da über den Boden und dann der neben mir, der sagt, ne, der steht doch da ganz normal vor dir, ne? Und ich sehe den aber nicht. Also ich glaube, diese Sachen, das habt ihr alle schon mal so erfahren, ne? Außerdem fliegen ab und zu Waffen einfach in der Luft. Ne? Es fliegen einfach Waffen irgendwie in der Luft, ne? Und dann sagst du hier, was ist denn, warum fliegt denn da jetzt eine Waffe? Wem gehört denn die? Wo ist denn, da fliegt ja gar nichts. Und der andere sieht das halt wieder nicht. Also es ist tatsächlich so, dass jeder Spieler, jeder Account kriegt irgendwie seine eigene Realität verpasst. Ne? Und das merkt ihr auch, wenn ihr einen Baum abholzt und ein anderer, der für den anderen steht der Baum noch da. Ne? Und wie gesagt, ich nehme mir das gerne heraus, dieses Spiel so in der Form immer wieder mal zu kritisieren, um deutlich aufzuzeigen, was ich hier nicht so toll finde. Ne? Und es gibt ja so, ja, wesentlich größere Spiele als das jetzt hier. Und da ist das halt nicht so. Nun muss man aber dazu auch sagen, wie gesagt, es ist ja Early Access. Na? Damit kann man immer viel entschuldigen. Und das nächste ist halt, es ist halt, ja, wie sagt man? Schwierig. Ja, dass die Entwickler natürlich nicht so sind wie jetzt ein AAA-Studio, dass die da die volles, also dass die da wie bei, was weiß ich, FromSoft oder wie die Dinger da alle heißen. Na, keine Ahnung, diese riesigen Programmierstudios oder sowas, so ist es ja auch nicht, ne? Und bis jetzt läuft es ja eigentlich sonst soweit ganz gut. Also man kann das doch spielen in der Version 0.7. Aber wie gesagt, ihr müsst darauf, also dass es jetzt wirklich so ein bisschen so mit Performance so ein Problem allgemein im Spiel gibt. Ne? Das hat mit den Servern gar nichts zu tun und so. Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Leute. Ihr seht's, ihr seht's. Aber wir fliegen mal zum nächsten Spieler. Hier sind einige drauf, Leute. Der gute 31er Hoshi, da ist es ja schon mit der Grafik, wo ich gesagt habe, ne, für mich ist jetzt die Grafik nicht da, für den Hoshi aber wahrscheinlich schon, wisst ihr? Sonst würde er durch die Karte fallen. Also das ist immer so alles crazy shit.
Das nächste Thema, was ich mit euch besprechen wollte, ist zum Beispiel, dass ihr auch vernünftig kräften könnt. Ihr müsst ja nicht unbedingt immer irgendwie looten gehen, sondern ihr könnt auch alles bauen. Und Hoshi hat sich zum Beispiel seinen Rucksack selbst gekräftet aus irgendwelchen Lederfellen und sowas. Ich finde das ganz interessant. Ich finde es auch nach wie vor gut, ne? Und da braucht ihr auch keine Angst haben, liebe Leute, dass der ein oder andere von früher, der hier drauf gespielt hat und vielleicht auch mal eher bockig war oder was weiß ich da, ne? Also ein bisschen negativ und so. Dass die nach und nach, die kommen immer mal wieder, ne, mit anderen Namen und so weiter und so fort. Wie gesagt, da braucht ihr keine Angst haben. Wir, die Administration, registrieren das sehr häufig, dass immer mal wieder Spieler von früher kommen, auch die da gebockt haben oder was auch immer, ne. Aber wie gesagt, wenn die vernünftig neu hier anfangen, ne, und dann diese Sachen von früher, die sind für mich ja sowieso gegessen. Also ich schreibe hier keine Akteneinträge oder sowas, ne. In der Regel werden die Leute halt, ja, verwahren, ganz normal. Und wenn das dann immer nicht aufhört, dann werden die natürlich irgendwann dann, also 24-Stunden-Bann und danach kommt dann der Perm-Bann. So ist eigentlich die Regel. Es sei denn, du bist jetzt am Cheaten, dann kriegst du direkt einen Perm-Bann, ne? Und so ist es halt tatsächlich, dass ihr, wie gesagt, keine Angst haben müsst oder so. Ihr könnt auch mit euren alten Originalnamen wieder hier anfangen oder so. Das interessiert sowieso keinen, ne? Wie gesagt, also, es liegt immer daran, was ihr dann daraus jetzt macht. Ne? Die Vergangenheit ist gegessen, was macht ihr jetzt daraus? Weil sonst werdet ihr halt, wenn da wieder irgendwie Grütze passiert, die werden dann gebannt bis zum nächsten Versionswechsel. Also wir müssen dann warten, ne, die mal Scheiße gebaut haben, bis zur Version 0.8, dann nehmen wir alle Leute immer raus, die gebannt worden sind, und dann fangen wir alle nochmal neu an. Also so kriegt ihr jedes Mal dann auch wieder eine Chance hier bei uns auf den Servern. Aber da müsst ihr halt ziemlich lange warten. Deswegen würde ich sagen, macht es jetzt gar nicht, ne? Und hört auf die Admins und stellt das Verhalten halt um, wenn da irgendwie sowas ist, ne? Wir sind hier der PvP-Welt, Leute. Es ist gefährlich und spannend. Zugleich. Aber dennoch ist er... Nee, da ist ja noch einer. Guck mal. Der Pummelmuckel. War der eben die ganze Zeit da oder was? Ich habe gar nicht gesehen. Der Pummelmuckel ist AFK. Man sieht es darauf. Also wenn ihr Shift und W drückt, dann läuft er automatisch. Ganz wichtig. Wenn man kein Auto hat, sowas, läuft ihr also euch Plattfüße, ne? Der gute alte Pummelmuckel. 31er Hashi. 31, weiß nicht, woher das kommt, aber das soll ja Verräter, glaube ich, heißen. Ne? 31er heißt, das sagt man irgendwie zu. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ist es Rapper-Szene oder was ist das? Wie kommt man denn auf 31er? Du bist ein 31er, das heißt, du bist eine Art Verräter oder irgendwie sowas, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, das musste ich auch lernen, dass das irgendwie eine Bedeutung hat. Ich kenne mich damit auch, mit diesen Gefühlen auch nicht immer aus. Aber das ist ja nicht schlimm. Ihr klärt mich ja auf jeden Fall immer auf, ne? Und mir macht das auch Spaß, dann immer wieder was Neues dazu zu lernen. Wie der pummelige Pummelkel zum Beispiel. Guck mal, er trägt da so einen Schulranzen. Ja, Leder ist diesen Sommer in, liebe Leute hier bei Scoom. Ob selbst geschnitzt, ne, oder gesammelt. Man munkelt. So, haben die da jemanden im Visier genommen? Ich sehe da jetzt noch keinen. Aber wir wissen ja auch, dass die Drohne nicht unendlich weit gucken kann. So, dann kommen wir doch zum nächsten Thema. Aber das besprechen wir bei den nächsten Spielern. Denn wir haben es jetzt 11.30 Uhr. Halbe Stunde ist dann Server-Reboot. Und wir haben irgendwie 30 Spieler roundabout online. Gucken wir mal weiter. Wir sind bei Terror Book gelandet. Und guck mal, er gleitet hier über die nicht vorhandene Grafik. Jetzt kommt sie langsam. Fette Base. Ja, also so kann man trainieren auf jeden Fall. Was er da jetzt so macht, ne? Also Shift und dann W. Und dann läuft er oder kraxelt hier halt durch die Gegend automatisch. Und dann kann man da mal eben sich einen Kaffee machen oder was weiß ich was, ne? AFK sein halt. Müsst halt bloß gucken, dass da keine Zombies oder Gegner oder sowas sind, ne? Wo ihr dann da rumkraxelt. Und dann kann man da leveln. Bei dem Spiel kann man hier leveln, ohne dass du denn da bist. Also AFK leveln, das funktioniert hier tatsächlich. Ansonsten, ja, das, was er da macht, das nutzt natürlich jetzt auch immer die Klamotten aus. Deswegen hatte Saxilus das letzte Mal das Gleiche gemacht, aber nackt, ne? Und dann hat er seine Nudel da über den Gras schleifen lassen, ne? Und wir fragen dann, ja, was machst du denn da? Wieso trägst du denn keine Klamotten? Und er sagte dann, ja, das liegt daran, weil die Klamotten, die gehen dann kaputt, wenn du die ganze Zeit so jetzt auf den Boden kraxelst oder wie auch immer, ne? Die Klamotten nehmen nach und nach Schaden halt und werden natürlich auch dementsprechend dreckig und dann gibt es ja diese Infektion und hast du nicht gesehen, ne? Zum Thema Infektion, wie gesagt, also das kann auf jeden Fall passieren. Je nachdem, wie ihr da, welchen Grad ihr doll erwischt worden seid, wie oft ihr getroffen werdet. Also das ist ziemlich hoch, diese Entzündung, sage ich da mal zu, ne? Und wenn ihr die denn habt und keine, ja, desinfizierten Bandagen gemacht habt, ja, man kann Desinfektionsmittel beim Händler kaufen und dann macht ihr die ganz normalen Putzlappen und die tunkt ihr dann da rein und dann kommen da neue Bandagen raus. Das sind dann diese desinfizierten, die sterilen Bandagen, sage ich mal.
Und die könnt ihr dann verwenden. Ihr könnt auch die alten, wenn ihr falsche Putzlappen benutzt habt, also dreckige, könnt ihr wieder abwickeln und dann eine neue raufmachen. Das geht auch. Ansonsten, wenn ihr dann infiziert seid, dann hilft dann noch dieses Antibiotika. Also diese Tabletten, die kannst du ja so finden oder halt beim Arzt kaufen. Naja, und also ich habe die letzte gesucht. Beim Bunker war das denn, da gibt es ja auch diese Medizinschränke und so. Da habe ich Antibiotika gefunden, wo ich da verseucht war im Livestream. Ne? Ich hatte da 8-mal Infektion oder sowas. Ja, und dann habe ich da eine Antibiotika-Tablette genommen. Das ist so orange Packung ist das. Und dann hat das auch nicht lange gedauert und dann ging es dem Charakter schon ein bisschen besser halt. Also wie gesagt, wenn ihr Antibiotika-Päckchen seht, ne, die funktionieren, nehmt die mit. Und dann natürlich noch diese Painkillers, also Schmerzmittel, das sind diese blauen dann halt, die blauen Tabletten. Ne? Die beiden funktionieren derzeit und die könnt ihr dann jeweils eine Packung dabei haben, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und braucht da nicht so Sorgen machen wegen irgendwelcher Infektionen und sowas. Ne? Ja, Terror-Boogie, was ist da los? Was ist denn da wieder los mit dir? So, wir sind hier in der PvE-Zone, deswegen kann ich hier wunderbar wieder durch die Gegend fliegen. Ich liebe es, Leute. Und ja, es ist ja im Moment wieder so. Ach, hier ist die geile Burg, guck mal. Ich feiere die auf jeden Fall. Das ist ein geiler Squad, ne? Da in der Mitte ist das Partyhaus und außenrum wohnen jetzt die einzelnen Squad-Leute, ne? So stelle ich mir das vor. So wie so ein kleines Dorf, so, ne? Kleine Mini-Dorf-Gemeinschaft, so eine Art Asterix, Asterix-Dorf, ne? Die Gallier oder wie auch immer da. Und das sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Wir flattern zum nächsten Spieler. Wie gesagt, ich will ein bisschen welche durchnehmen und jedes Mal will ich ein bisschen so erzählen, was hier jetzt Neues andicht und so weiter und so fort. Deswegen gucke, bin ich jetzt schon mal gespannt, Leute, wer da als nächstes kommt hier. Das ist ein reiner Zufall, wo ich hinflatter, ne? Ja, wir sind beim Braincracky gelandet. Was macht er denn da? PvP-Zone, der gute, aufmerksame Skumler hat sich schon erkannt, dass wir eine PvP-Zone sind. Und der Braincracky ist eine Crackerin. Das ist eine junge, attraktive Dame. Guck, wie das wieder aussieht, ne? Da will man gleich wieder so, ne? So an der Backe quick, quick, quick machen, ne? Ja. Kopfhörer auf, liegt hier in der Hängematte, Leute. Unfassbar, ne? Mit Speer in der Hand. So sind so unsere Spieler, ne? Luftgewehrmunition. Ja, mal gucken, bist du alleine oder was? Also, es ist Mittag, ne? Da hängen einige Spieler dann in der Hängematte. Das ist ja nicht verwerflich. Wir sind hier bei dem Damm in der Nähe. Guck mal, da hinten ist er. Wunderbare Perspektive hier, nicht wahr? Nicht mit den ja, Bergen im Hintergrund wie in der Schweiz oder Österreich. Da gibt es doch hier auch Berge. Naja, der oder die hängt halt in der Hängematte. Deswegen würde ich sagen, springen wir gleich mal zum nächsten. Wir sind gelandet bei Herr Todder, dann 1, 2, 3. Ist im Eisland hier auch PvP-Gebiet, Leute. Spacken ist im Hintergrund. Scheint wohl ein großer Squad zu sein, denke ich mal. Da ist noch einer, der Sebo ist in der Nähe. Ich vermute einfach mal, dass die jetzt alle hier zusammengehören, liebe Leute. Ja, das nächste Thema, was ich durchgehen wollte, ist ja dieser, ja, wahrscheinliche Vibe, den wir machen müssen. Also, das ist, liegt halt daran, weil die Entwickler halt gesagt haben, ich versuche das nochmal zu erklären, bevor sich der ein oder andere jetzt aufregt. Das ist ja nicht wegen, damit wir die Leute hier ärgern oder sowas, ne? Sondern das hat einfach nur technische Hintergründe halt, ne? Und zwar ist das so, dass dieses Safe-Game, was wir spielen, das ist ja seit 07. Das heißt, das sind jetzt ja schon, ich weiß nicht, 4, 5 Monate oder wie lange spielen wir das Ding schon? Oder 6 Monate? Das, also die Zeit, die rennt ja, ihr seht es ja selber. Das war ja irgendwie Anfang des Jahres, Februar, oder wann kam das raus, 07? Jedenfalls, es lief Monate, dieses Safe-Game. Und wir haben das von dem alten Server mit rübergenommen. Ne? Das hat wunderbar geklappt, um die Performance halt zu testen und so weiter und so fort. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass es doch natürlich auf jeden Fall besser geworden ist, hier auf dem Server mit dem Speed. Ich glaube, da gehen wir alle konform und ihr stimmt mir dazu, dass die Leistung besser geworden ist. Also weniger Ruckler, weniger Lags und so weiter. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, ist es tatsächlich so, dass der Server sich automatisch alle 4 bis 6 Wochen vollmüllt quasi. Und man deswegen halt empfehlen die Entwickler ja immer wieder einen Vibe machen sollte, weil dann die Leistung halt gewährleistet ist. Man muss das nicht machen, aber aufgrund der Leistung und so weiter und so fort ist es halt dann angebracht, haben die Entwickler selber so gesagt. Und das ist natürlich jetzt ja krass, weil unsere Safe-Datei ist natürlich jetzt dementsprechend schon länger jetzt bespielt hier. Ja, auch wenn es im Moment
nicht so doll extrem ist, diese Lecks oder so, weil die, wie gesagt, das ist ja schon lange voll gemüllt, dieser Server jetzt so gesehen, also, ne, weil der so lange im Betrieb ist. Und also würden wir das ganz gerne mal machen, dass wir jetzt ein Vibe machen. Wir alle würden dann neu anfangen. Wir stellen dann die Karte, stellen wir dann auch wieder um. Wir verändern dann wieder was, damit es halt wieder ein bisschen frischen Wind hier kommt, ne? Wir alle haben dann wieder ein bisschen was zu tun. Ich denke mal, das pusht den Server auch an sich. Das ist noch der zweite Grund, ne? Also erstmal kriegen wir dann mehr Leistung, die Performance. Wir gucken dann, wie ist der Server und sowas, wie ist der Betrieb des Spiels, wenn der frisch gewiped ist, weil die Erfahrung, das kennen wir ja so noch gar nicht, ne? Deswegen machen wir das normalerweise ja zu jedem Versionswechsel. Aber bis die 08 kommt, ich weiß nicht, Ende Dezember schätze ich mal vielleicht darauf, das folgende Jahr 2023. Das kann ja manchmal ein Jahr dauern, bis da dieser Hauptpatch kommt, der Versionswechsel. Und normalerweise haben wir das ja immer so gemacht, dass wir dann halt gewiped haben. Aber da sind wir jetzt ein bisschen so, ja, zurückgerudert in der Form halt, dass die Entwickler selbst gesagt haben, ja, wir müssen da irgendwie, dass man da öfter wipen soll, ne, weil es ist ein Early Access Spiel. Und ich kann da auch nur empfehlen, wenn wir denn wipen sollten, dass ihr dann Scum auch mal komplett deinstalliert, alles löscht, die Speicherordner oder was, also Scum komplett raushaut, ne, und dann wieder frisch neu installiert. So ist euer Rechner zu Hause auch nicht mehr so voll gemüllt und ihr werdet auf jeden Fall gewahr, dass das Spiel dann wesentlich schneller und besser läuft. Und diesen Effekt, den machen wir dann auch quasi mit dem Server halt, ne? Und ja, die einen oder anderen sind dann sauer, dass wir dann irgendwie jetzt hier vermutlich den Server halt wipen wollen. Da müsst ihr euch denn sonst, wie gesagt, das mit Cracky mal durchgehen. Ich habe gesagt, von meiner Seite aus ist das in Ordnung. Also vorher habe ich auch gesagt, nee, lass mal, ne? Aber mittlerweile allein des Testens wegen und sowas würde ich das gerne auch mal probieren und sehen, ne? Was denn da so läuft. Und dann werden wir natürlich den Server umstellen, sodass wieder ein bisschen neues Konzept kommt. Ich würde das gerne so machen, also dass die Serverumstellung jetzt, die vorzeitige, ja, ich sag mal so, dass ich da mich komplett raushalte. Ich will das mal versuchen, weil vorher war das ja immer so ein bisschen mein Ding, ne? Ich habe das so ein bisschen so gelenkt, ne, wie der Server sein soll und so weiter und so fort. Und ich würde da gerne Cracky die Chance auch geben, bei uns, ne, bei dem Server, vor dem Hintergrund, dass das jetzt ja vielleicht auch nicht mehr so lange dauert bis zur 08er Version, ne? Komm, die erste Hälfte habe ich ge gemacht, den Server quasi in der Form, ne, mit den Einstellungen und so weiter und so fort. Und ich fand, also ich bin zufrieden. Es hat sich keiner beschwert, dass die Karte irgendwie kacke ist, so nach dem Motto oder wie auch immer. Also wir haben hier überwiegend symptomlos glückliche Spieler, das kann man so sagen. Wir hatten ja auch schon über 60 hier drauf, ne? Das ist wunderbar. Aber da ging halt die Performance kaputt und deswegen sind wir ja umgezogen, ne? Ich habe keinen Bock, dass wegen der Performance halt die Spieler denn gehen, weil für mich ist das, sollte Standard sein, dass das schnell funktioniert und, ne? Deswegen, da bemühen wir uns, aber der Server kostet auch viel. Und ich bitte wirklich die Leute, dass ihr euch dann nochmal, ne, überdenkt in der Hinsicht, dass ihr uns hier auf den Kanal halt supportet mit einer Mitgliedschaft. Ihr könnt aber auch auf Twitch kommen, Subs rausballern oder eine Donation, das fließt dann in den Server. Ich habe da extra so einen Spendenbalken gemacht, weil ich den Server will ich für 3 Monate im Voraus kaufen. Damit ich nicht ständig immer betteln muss, so nach dem Motto, ne? Weil das nervt dann auch. Der Server ist halt teuer. Hier hat ja auch einmal irgendein Spieler ganz viele Schilder aufgestellt, dass der Server nur 20 € kostet oder so, anstatt 70 €, wie ich das wohl gesagt haben soll, keine Ahnung. Der kostet wohl nicht 70, der kostet sogar noch mehr. Da habe ich noch gedacht, wo ich das Schild gelesen habe, das ist ja günstig, 70 €. Ne, der kostet tatsächlich noch mehr. Im Monat, Alter. Monate. Das ist eine Nummer. Das ist der Hintergrund, warum ich des Öfteren mal auch bei Discord und so frage, könnt ihr mich da nochmal ein bisschen unterstützen? Weil der Server ist jetzt dreimal so teuer, kann man so sagen, oder 4-mal so teuer wie vorher. Und ich bin davon überzeugt, dass wir den halten können, wenn wir alle zusammenhalten. Das geht aber nicht, wenn nur einer alles bezahlen muss und die anderen sagen, ja, ich spiele hier umsonst so, ne? Weil jeder Slot, jeder Spieler hier, jeder Slot, der kostet was, ne? Und das darf man nicht vergessen, ne? Es ist ein privater Server hier und der wird uns nicht gesponsert oder sowas. Also es geht aus unseren eigenen Taschen halt quasi, ne? Deswegen freue ich mich, wenn halt der ein oder andere meine Donation raushaut und ich das Ding im Voraus buchen kann, ne? Ich will es für 3 Monate buchen und dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Und nicht ständig immer hier, hat da mal jemand was übrig, so, ne? Also ich will das da versuchen, wirklich irgendwie zusammenzukriegen. Und je schneller das geht, desto eher
Können wir das Thema denn beiseite machen? Es ist nur einfach so. Ne? Ihr glaubt nicht, dass das hier irgendwie alles gratis ist oder sowas. Auch wenn das für euch gratis aussieht. Ihr kommt hier rauf und spielt. Wir haben ja kein Passwort, wir haben gar nichts. Hier kann jeder drauf spielen, wie er lustig ist. Ne? Aber ich möchte, dass das freiwillig von euch so ist. Ne? Dass ihr dann sagt, ja, ist ein geiler Server. Ist ein geiler Spiel. Hier geile Community, geile Spieler hier drauf. Ne? Der ein oder andere mag vielleicht mich, soll es auch geben, keine Ahnung. Oder halt meine Videos oder meine Livestreams. Das ist scheißegal. Jedenfalls irgendein Grund wird es dafür geben, dass die Leute hier bei uns drauf sind und Bock haben, hier zu spielen und nicht woanders halt, ne? Und da sollte man nochmal in sich gehen. Die Leute, die da ein bisschen was, Para übrig haben, sage ich mal, die möchte ich dann nochmal höflich bitten, dass die uns da auch wirklich unterstützen. Also es geht wirklich an alle, die uns noch nicht unterstützt haben jetzt, ne? Nicht die, die uns schon unterstützt haben, die meine ich jetzt natürlich nicht, sondern es ist halt die Masse, die uns noch nicht unterstützt. Und das sind ganz wenig Leute, die uns stark unterstützen. Und das finde ich irgendwie blöde. Ich hätte gern die Masse, dass jeder ein bisschen was dazu gibt und dann wäre das ja gegessen, ne? Anstatt dass wenige viel bezahlen müssen, versteht ihr? So, das jetzt zum Thema Geld nochmal. Das haben wir jetzt abgehakt, damit ihr das versteht. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter. Die amüsieren sich hier, ja, ne? Der Haufen, ich weiß nicht, der Sebo, ja, der ist im Hintergrund irgendwo, der ist woanders. Keine Ahnung, ob der dazu gehört. Wir sind hier im Iceland, liebe Leute. Und ich gucke jetzt weiter zu den nächsten Spielern. Wir sind bei Furt gelandet, also bis jetzt sind die Spieler überwiegend tatsächlich in der PvP-Zone, ne? Also wie gesagt, kommt da nicht auf den Trichter immer zu glauben, dass ihr hier alleine seid in der PvP-Zone. Überwiegend sind tatsächlich mit die meisten Spieler immer in der PvP-Zone, aber das liegt halt daran, weil die Welt halt so immens groß ist, ne? Da möchte ich jetzt nochmal ein Thema ansprechen, und zwar die Karte halt, ne? Wenn wir jetzt wirklich einen Vibe machen. Ja, also wir besprechen jetzt noch habe ich kein Datum, gar nichts. Wir gehen das alles durch im Livestream. Versucht da bitte mal im Livestream dabei zu sein. Wenn ihr nicht im Livestream bei mir abends bei Twitch dabei seid, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr da eure Ideen oder eure, also dass ihr da nichts, dass wir das nicht so machen, wie ihr das gerne hättet oder so, ne? Also ich brauche eure Vorschläge ja auch. Wie hättet ihr das gerne und so weiter und so fort. Und das geht am besten, wenn wir das live in Twitch dann abends mal eben durchklärboostern und sowas. Also versucht euch wirklich mal anzugewöhnen, immer abends im Stream zu sein, Leute. Na, ansonsten habt ihr da keine Ansprüche auf irgendwie sich zu beschweren, dass auf einmal ein Vibe ist und ihr wisst davon nichts oder dass irgendwas sich hier gravierend umstellt auf dem Server und ihr wisst davon nichts. Ne? Das besprechen wir alles zum Beispiel abends immer live. Das wissen auch die Leute, die da sind. Aber wie gesagt, es ist die überwiegende Mehrzahl, die sind noch nicht mit im Stream und das stört halt. Macht es doch so, wie ich jetzt hier, guck mal, ich zock jetzt hier, ob das Spieler ist oder Drohne, scheißegal. Und dann mache ich hier drauf auf mein Handy immer Twitch. Das ist noch ein altes S7-Handy hier. Ich brauche nicht diesen neuen modischen Quatsch da. Ich habe zwar hier voll viel Geld für investiert in meinen YouTube- und Twitch-Kanal und so, aber Handy, also das ist so ein Ding, das brauche ich einfach nicht. Ich benutze das nie, Leute. Also ist auch jetzt auf Flugmodus habe ich das immer. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ich steuere damit nur ein bisschen die Lampen hier. Und mach halt so eine kleine Standardkommunikation ab und zu mal. Ansonsten mache ich alles auch per Tablet. Da kannst du auch den Stream anmachen, ne? Den Tablet hier. Und dann kannst du ganz normal an deinem Computer weiterspielen. Ne? Also die Ausrede, ich sehe ja nur das Spiel. Und dahinter, hinter dem Spiel, wenn ihr einen Monitor habt, ne? Geht der Stream ja nicht. Das ist auch Grütze. Also das könnt ihr auf dem Handy laufen lassen, den Stream. Oder eben auf dem Tablet, ne? Oder wenn ihr mehrere Monitore habt, könnt ihr dann im zweiten Monitor Twitch laufen. Das geht alles, ne? Und wenn das da bei euch ruckelt, dann müsst ihr von Twitch die Qualität einfach ein bisschen runterstellen, ja? Das mache ich zum Beispiel. Ich stelle es auf 300p oder 400p oder so. Ich muss mich ja selber nicht doppelt sehen jetzt so, weißt du? Aber damit das halt vernünftig schnell läuft. Und das beim Streamen selber nicht ruckelt. Ne? Man braucht ja auch ein Fenster, wo ich gucke, ob das alles funktioniert oder ob da irgendwas kaputt ist, so, ne? Deswegen habe ich das immer auf mein hier Tablet, habe ich meinen eigenen Twitch dann immer an. Und dann sehe ich das halt, ob da irgendwie Fluktuationen kommen oder was auch immer. Ne? Und genauso könnt ihr das auch machen. Also man kann gleichzeitig im Livestream irgendwo sein und gleichzeitig spielen. Man macht es halt leiser oder so. Ne? Wenn ihr, wie gesagt, aktiv da denn bei schnacken wollt, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Weil nur so können wir was verändern, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute einfach im Hintergrund gehen und wir wissen gar nicht, warum. Das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Denn wir sind auch hier nicht unfehlbar, liebe Leute. Wir machen genauso Scheiße, wir machen Fehler. Und also ich versuche immer wirklich offen zu sein.
Na, wenn jemand immer sagt, wie Maddox zum Beispiel, ja, ich will endlich die Roboter haben, ja, dann versuche ich da eine Lösung für zu finden, ne? Weil es soll im Grunde genommen alles vorhanden sein, was möglich ist, ne? Es sei denn, das ist total verbuggt und irgendwie, da ist irgendwas mit halt, ne? So hat Craig das jetzt gemacht, dass wir am Wochenende irgendwie einen Tag jetzt, also die Mechs anmachen für 24 Stunden. Also einen Tag sind die Mechs dann alle aktiviert und das ist auch eine gute Lösung. Also ich finde, das ist eine klasse Lösung. Na, so gehen mir die Dinger nicht den ganzen Tag auf den Sack, sondern nur einen Tag in der Woche. Und damit kann auch ich leben. Und dann hoffe ich, dass zum Beispiel die Leute, die diese Mechs lieben, dann auch wieder Bock haben, dagegen halt zu kämpfen oder was weiß ich, was ihr mit den Viechern macht. Ich kann mit den Dingern nichts anfangen. Ja, das hier ist eine Tiefgarage in der großen Stadt, Leute. Wer die noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall mal herkommen. Ihr könnt hier, glaube ich, auch ein Schloss reinmachen in den Dingern. Dann könnt ihr euch dann eure Autos drin parken oder was auch immer. Alles möglich hier bei uns, ne? Und er durchstreift hier alles. Vielleicht findet er sogar noch ein Auto, aber ich glaube nicht, ne? Oder? Also ich glaube, hier habe ich noch nie irgendwie ein Auto gefunden. Nur immer so Zubehör dafür. Wir sind bei Tauli gelandet, das ist ulkig, weil wir waren ja eigentlich schon hier, glaube ich, bei dem Flug, beim Flug, ne, Flugbahnhof ist es nicht, das ist hier, genau, bei dir waren wir Terrorburg. Oh, da ist schon der Roboter, guck mal, das ist ja lustig, da habe ich gerade von gesprochen, guck. Die Spieler, die sind die ganze Zeit gewohnt, keine Roboter zu haben und jetzt sind sie auf einmal da, also wir haben da, das ist dieser Überraschungseffekt, finde ich ganz gut. Cracky hat es aber auch angekündigt, ich glaube in Discord war das, ja, dass die Roboter jetzt aktiviert sind und guck da an, Tauli, wir sind bei dir gelandet. Gucken, ob er eins zwischen Hörner kriegt. Wenn man die Roboter auf Standard macht, dann drehen die sich um und kriegst einen Kopfschuss direkt, Alter. Das ist total dämlich, ey. Auch wenn du da reinläufst in so ein Haus, ne, dann schießt der da durch die Wände durch. Also, das ist mir schon so oft passiert, euch wahrscheinlich auch. Wenn nicht, habt ihr Glück gehabt. Ja. Oder wenn ich PvP hatte, ne, der Roboter, der kam immer zu mir geschissen, Alter. Nicht zu dem Gegner. Ich habe auch gedacht, oh, jetzt greift der Robby den bestimmt an. Nö, die sind grundsätzlich immer zu mir gelatscht, ey. Voll nervig, Mann. Und da hatte der Gegner natürlich gleich das Spiel. Der brauchte gar nichts machen. Und noch zusätzlich auf mich zu schießen. Weil die ganzen Viecher kamen immer zu mir, die Roboter, ne? So, er schleicht sich hier rein, guck an. So macht man's. Ich warte da ja noch tatsächlich, ne, wie gesagt, auf eine besondere Waffe. Deswegen war Maddox zum Beispiel oder die Befürworter der Roboter. Die sind dann halt verwundert, warum ich die ausmache. Weil es noch keinen Sinn macht, die Roboter vernünftig zu bekämpfen. Du kriegst ja gar kein Loot, da passiert ja gar nichts. Die explodieren nicht irgendwie geil oder sowas. Total langweilig, ey. Es ist einfach nur eine Munitionsverschwendung. Und für die Roboter, da gibt es die programmierten, die werden noch programmiert. Das ist der Raketenwerfer, den habt ihr beim Händler auch schon gesehen. Der Lichter und den Granatenwerfer. Und diese Dinger, da warte ich so ein bisschen drauf, ne, dass man diese Explosionswaffen kriegt. Diese Sprengwaffen. Um dann eben vernünftig die Roboter beseitigen zu können. Weil jetzt mit den ganz normalen Kugeln, das funktioniert, aber manchmal, das kostet 30 Schuss oder sowas, das dauert ewig irgendwie. Also, na, 30 glaube ich noch nicht, mal 30 Magazine. 30 Magazine, ja. Ja, guck mal, er sieht ihn durch die Wand, er schießt da durch die Wand und so. Also, ja, das sind so die Effekte, die manchmal nerven, ne? Wir können den Roboter mal beobachten, gucken da. Also der Baller, der kann auch so durch die Wände durchballern und sowas. Seht ihr das? Und das ist ein bisschen nervtötend. Ja. Das ist der Tauli. Bisschen gerade noch entkommen. Ne? Ja, Freunde, wir sind auch hier beim Joker, beim Flugbahnhof jetzt gelandet. Nicht beim Zugbahnhof, sondern das hier ist der Flugbahnhof. Hier sind auch die Roboter natürlich an. Und das sind diese Dinger hier. Da bin ich reingelaufen und da hat er mich ein paar Mal drin erschossen. Also diese scheiß Roboter, ne? Weil hier durch dieses Wellblech, da kommt denen seine Kugeln auf jeden Fall durch. Da müsst ihr aufpassen. Aber auch nicht immer, ne? Aber hier so, wenn er da irgendwie so durchschickt, also das ist ganz komisch. Jedenfalls hat er mich zerfetzt, da müsst ihr dann halt aufpassen, ne? Wenn er dann euch sieht und dann auf dieses Dach hier schießt, da kann das irgendwie durchkommen durch dieses Ding hier, ne? Wo ist er denn jetzt hier? Joker, ne, guck mal, Gigantikus, der wird da gerade, oh Gott, das wird spannend, Leute, ob der dazugehört, wer weiß. Gigantikus ist nämlich auch hier. Weiß nicht, ob das ein Team ist. Leute, ich trinke ganz gespannt und aufgeregt meinen Kiefernadeltee. Ja, ich habe zwei Lampen abgebaut bei mir. Das merkt man gleich so ein bisschen. Ist ein bisschen dunkler geworden. Aber ich habe, wenn ich so hoch mache, sieht man ja meine süße Schnute, ne? Das reicht ja auch, Leute. Ich will ja nicht, dass ihr euch in mich verliebt, Leute. So war mir auch nicht, ne?
Aber ein paar Subs und sowas könnt ihr euch immer abends rausballern, Leute. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ne? Gigantikus. Kuss, Kuss. Klopp mal den Joker jetzt um hier. Wir wollen was sehen. So, Folge ist auch schon wieder gleich vorbei. Wir haben noch ein Thema, was wir besprechen müssen. Die haben ja beide nicht so viel, die Leute hier, wa? Und zwar, wenn ich jetzt mal die Map aufmache, ne? Hier sind wir gerade, da filmen wir. Und es geht sich um die Safe Zone zum Beispiel. Und, also ich fand den Vorschlag von Huntress gar nicht mal schlecht, dass wir die Nullerreihe als Safe Zone machen. Das wäre denn der Händler für die PvEler. Also bis zum Wasser hier, ne? Bis zum Wasser, das sind 4 Sektoren PvE. Und dann hätte ich gesagt, vielleicht noch irgendwo hier hinten, ganz weit weg, noch eine kleine Safe Zone. Das wäre vielleicht mein Vorschlag. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, ich möchte Cracky auch die Chance geben, den Server mal komplett so einzustellen, wie er das möchte. Ich halte mich komplett da raus, Alter. Das habe ich mir vorgenommen, damit er auch mal zufrieden ist, damit er sich selber auch mal verwirklichen kann. Weil Cracky macht ja auch hier, das ist ja unser Admin hier, der macht sich auch immer sehr viel im Kopf und Gedanken darüber, was funktioniert, ne, für die Spieler und sowas. Er macht ja auch die Events und so weiter und so fort. Und ich versuche mich zurückzuhalten, wisst ihr? Also wirklich, der kann alles machen, wie er will. Und ich leide dann vielleicht oder nicht, ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ist halt so, ja, dass ich denn da gar nichts mehr zu sagen. Einfach macht den Server jetzt nach dem nächsten Vibe, den wir dann machen, so wie du den komplett willst. Ich halte mich komplett raus, Alter. Ich spiele dann so, ne? Ganz normal hier. Und wenn ich was nicht mag, dann ist es halt so. Dann muss ich mit leben. Das müssen die Spieler ja auch, wenn irgendwie sich was verändert, ne? Also das ist dieses Gefühl, ich mag das nicht, ne? Und ich verstehe schon, wie das ist, ne? Wenn man irgendwas nicht mag, wie ich die Roboter nicht. Und ihr mögt vielleicht die Roboter, ne? Jeder hat irgendwie einen Punkt, den er nicht mag, den er scheiße findet, ne? Aber nach Zeit, man muss den Leuten immer die Chance geben. Na, man muss den Leuten die Chance geben und vielleicht wird es dann auch gut. Das kennt ihr in vielerlei Bereichen in eurem Leben. Einfach mal versuchen und eine Chance geben und dann ist es tatsächlich so, ist es doch gar nicht so schlecht, macht Spaß oder sowas. Ne? Und das, deswegen würde ich sagen, die nächste Runde jetzt, diesen vorgezogenen Vibe, das macht Cracky alles komplett. Ich halte mich da komplett raus. Ich mische mich erst wieder bei der Version 0.8 ein, wenn der dann kommt. Ne? Dann mische ich mich dann bei der Version 0.8 ein, würde ich sagen. Und davor lassen wir Cracky mal die Chance, wirklich mal den Server so aufzustellen, wie er das komplett will. Sieht aus wie eine Atombombe. Dann. Ja, also, da bin ich dann mal selber gespannt. Er kann da alles einstellen, die Zombies, die Roboter und so weiter. Ich werde ihm das dann nochmal nachher sagen, dass ihr denn da Bescheid wisst. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr da noch irgendwie was Wünsche habt oder sowas, dann kommt einfach abends im Livestream. Ich brauche da auch nicht mehr viele Follower. Ich glaube, ich brauche nur noch 1, 2 Follower, dann habe ich da schon meine 1000 zusammen, Leute. Und ja, Follower, gut, da kannst du auch nichts mit kaufen, aber das sind halt immer so Stufen nach oben halt, ne? Also da wachse ich auf jeden Fall schneller wie als auf YouTube, auf Twitch, lustigerweise. Das liegt aber auch daran, weil die Leute mich ja von YouTube schon her kennen so ein bisschen. Und von da würde ich mal behaupten, sind auch viele zu Twitch rübergekommen. Ist einfach so, irgendwie so, ne? Oder halt andersrum, keine Ahnung. Jedenfalls freue ich mich dann auch, wenn wir die 1000 Follower dann alsbald haben. Und da könnt ihr, wenn ihr dann noch nicht gefollowt habt, dann auf einmal irgendwie raufklicken, das kostet nichts. Und dann mit uns abends einfach hier spielen und ein bisschen sabbeln. Und wie gesagt, was auch mega wichtig ist, sind nicht die Follower bei mir auf Twitch. Das muss ich auch nochmal ansprechen, so leid es mir tut, sondern es sind immer die Zuschauer. Ich brauche immer aktive Zuschauer, die wirklich da sind. Aber die müssen nicht schreiben, die müssen halt aber im Stream sein. Ne? Der Zuschauer ist halt ein Counter, der geht nach oben. Und je mehr Zuschauer du hast, desto eher bist du oben in der Liste. Olli will noch wachsen mit dem Kanal, ich will noch größer werden, ihr wisst es, das ist mein Wunsch. Und alle, die mich dabei unterstützen wollen, den bin ich auf jeden Fall mega dankbar. Wie gesagt, Twitch anmachen, leise machen, das Handy zur Seite packen. Ich mache es immer hier auf eine Ladestation, weil sonst geht der Akku leer, ist klar. Oder ich habe es halt angeschlossen, mein Tablet ist immer hier mit Kabel. Ich habe überall Kabel liegen, Leute. Ich kann überall eine Dockingstation in jeden Raum. Und ich habe halt immer Strom, ne? Also nicht Ausrede, der Akku ist leer. Und hier auf meinem Mauspad, der hat diese Induktionsladung. Also das geht dann dadurch irgendwie in das Handy rein. So habe ich immer Strom und dann kann der Stream laufen. Also packt es in eure Ladestation und dann funktioniert das auch. Dann habt ihr auch Akku. Und dann seid ihr passiv mit im Stream. Na, dann habe ich einen Zuschauer quasi mehr. Und das supportet, das ist Passiv-Support, nennt man das. Und darüber würde ich mich auch freuen, wenn die Leute im Lurk sind. Also ihr müsst da nicht sabbeln oder irgendwie sowas, ne? Sondern einfach nur passiv da sein, das ist schon Support. Und da würde ich mich auch zu freuen. Und das ist alles kostenlos, das hat gar nichts mit Geld zu tun.
Gut, Freunde, ich mache jetzt hier einen Break. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, wir diskutieren das alles nochmal aus. Es ist ja noch nichts fest jetzt, ne? Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, halt morgen wieder und dann bis dann. We'll be right back.